Schwedische Festtage beim Waldmeister Bremen. Hallöchen. Coole Brille, oder? Jetzt nochmal ganz cool, Achtung, falsch umgesetzt. Und schon sehe ich aus wie ein Horst. Nun ja, also, schwedische Festtage bei Waldmeister Bremen. So, was das bedeutet? Ich habe euch ein attraktives Päckchen geschnürt. Das hier ist der Magdosen Skinner. So ein bisschen Nesmuk-Style. Ja? 440C. Ist auch von dem Herrn Magnussen designt worden. 440C und Packerholz. Packerholz und diverse Holzsorten, die dann unter hohem Druck und Hitze zu, mit Phenolharz zusammengepresst werden. Ergebnis: ein sehr stabiles Holz, stabilisiert. Das arbeitet nicht mehr. Das bleibt so, wie es ist. Das kostet ursprünglich 49. Als Premium-Angebot. Naja, wie schön der schälen kann. 90 Grad Winkel. 440A Stahl. Ist eigentlich dafür so ein bisschen gedacht als Jagdmesser zum Häuten von Tieren, daher auch Skinner. Wir haben hier 4 Fingermulden, integral gepinnte Konstruktion und eine Fangriemenöse. Also manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß nicht warum. Das ganze Holz hier wegräumen. Mein Gott, wie kommt denn das ganze Holz hier weg? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Klasse Messer. Wäre mit Sicherheit auch ein klasse Küchenmesser, wenn ihr zelten geht oder sowas. Also ich finde es geil. Ich finde es richtig schön. Dazu kommt, also es sollte eigentlich ursprünglich 49 kosten, kostet jetzt in der Premium Aktion, ist praktisch eine Vatertagsgeschichte. Als schwedische Festtage habe ich das deklariert. Da hat der Ed Moroni sich wieder auf den Arsch gesetzt. Das kommt als 39,90. Und dazu könnt ihr dann, Achtung, entweder das Swedish Midsummer, das habe ich natürlich jetzt vergessen. Aber ich blende es mal hier oben ein. Entweder das Swedish Midsummer, ich glaube, das kostet 29, das geben wir so dazu. Oder den Elchmaster. Da müsst ihr dann in der Kaufabwicklung reinschreiben. Entweder wollt ihr den auch mit Packerholz, also Packerholz. Ja? Brauche ich jetzt nicht nochmal erklären. Oder ich meine Olive, je nachdem. Müsst ihr aber in der Kaufabwicklung reinschreiben, welche Version ihr haben wollt. Die kommt dann als Geschenk dazu. Da sind aber Schmunzelfehler bei. Also nicht wundern, wenn da mal irgendwas nicht so hundertprozentig ist. Das ist vielleicht bei hier, wie da, nicht gerade so hundertprozentig symmetrisch geschliffen ist. Wo es macht ja nichts. Für geschenkt gibt es nichts zu meckern. Ja? Klassiker. Nicht toll in der Hand. 440C Stahl. Auch gepinnte Konstruktion. Klassisch. Schönes Fachtenmesser. Ja? Könnt ihr dann eurem Nachwuchs geben. Rauscht aber ganz schön heute. Ja? Auch Feuerstahl tauglich. Wie gesagt, also das dann für 39 für euch. Aktion geht übrigens nur bis Vatertag. Also zugreifen. Also ich finde schon geil. Ja, das, dann wie gesagt, entweder das wie die Schmidsamer oder ein von den beiden Elchmaster. Schöne Lederscheide, Standard Lederscheide von Ed Mahoney. Hier sind ein paar Witwenmacher, muss man aufpassen.
Und das kracht schon ganz schön da oben. Ne? Hoffentlich fällt mir nichts auf den Kopf. Aber ich habe ja einen Helm an. Ja? Cool. So. Und als wenn man den Mahoni nicht schon im Voraus so ein bisschen... Ach ja, schöne Lederscheide. Ja? Wieso ist denn da mein... Zack. Verlust sicher. Übrigens, Parierelement ist aus Edelstahl. Also, guckt euch mal das an. Ist das klasse? Wieso guckt denn da ein Faden raus? Hallo? So. Na, ich traue der Sache hier nicht so ganz. Schon so einiges umgestürzt hier. Naja, also, das hier mit entweder Themen, so ist wie die Spitze, aber wie gesagt, da müsst ihr dann in der Kaufabwicklung reinschreiben, was ihr haben wollt. Oder Doppeldeal, ja? Ich wäre nicht Arthur Brehm, wenn ich nicht Arthur Brehm wäre. Ja? Nordic Hunter. 440C, japanische Zirkove, der Griff. Skandinavischer Schliff. Gutes Ding. Schönes Schnitzmesser. Das kommt dann auch. Hier, wie das wegspringt. Bup. Cool. Das ist mein Schnitzmesser par excellence. Das wäre eigentlich so genau das Richtige, wenn man dazu noch ein Löffelmesser hat. Ja? Richtig schöner Schneidteufel. 9,1 cm Klingenlänge. Wie gesagt, ist ein Schnitzmesser und kommt hier mit so einer einfachen Köcherscheide. Zack, bumm. Aber die würde ich wahrscheinlich nicht am Gürtel tragen, die würde ich wahrscheinlich im Rucksack haben, falls ich mal was schnitzen will oder muss. 29 Euro plus entweder so einen Edge Master oder so einen oder Swedish Midsummer. Muss denn die Kauf in der Kaufabwicklung reinschreiben. Also ich finde die klasse. Das waren so meine ersten Ed Mahoney Modelle, die ich hatte. Und das ist jetzt wie lange her? Boah. Das war noch weit, weit vor meiner, bevor ich den YouTube-Kanal gegründet habe, da saß ich zu Hause und hatte die Hand gebrochen. Ihr habt das ja schon mal gesehen hier, ne? Deshalb ist das auch manchmal so ein bisschen zitterig, die Hand. Die ist stark in Mitleidenschaft gezogen, denn da ist noch die Platte drin. Und boah. Ich war auch noch so clever, ich hatte mir während der Tour gebrochen, beim LKW. Während der Tour gebrochen und bin auch dort die 300 Kilometer. Da hat meine Kunden noch abgeladen mit einer Hand. Die haben alle geguckt, weil die Hand, die war so. Ich kriege die gar nicht. Und hatte dann, damit die Leute nicht so mitleidig mit mir sind, habe ich dann Bundeswehr-Fäustlinge angezogen. Das war eine Qual. Und habe die Kunden alle abgeladen. Und bin dann erst nach Hause gefahren zum Arzt oder vielmehr ins Krankenhaus, habe das Rand gelassen und er sagt, bleiben Sie mal direkt da. Und dann haben sie mich operiert und dann bin ich noch, am nächsten Tag bin ich wieder heim. Und da bin ich dann, am nächsten Tag bin ich durch Troisdorf, durch die Stadt und war halt bummeln. Ne? Mir war langweilig, ich war bummeln und da gehe ich dann zum Eisenlobert. Der Eisenlobert hat Messer. Und da habe ich mir ein Messer gekauft von was, Takahiro Miyazaki oder ich packe euch mal zu dem Messer, falls das Ed Mahoney noch hat, in die Beschreibung.
Das hat eine Holzscheide. Ein schönes japanisches Messer. Hat eine Holzscheide. Holz-Leder-Hybrid. Und habe dann mir auch noch am nächsten Tag, habe ich mir noch einen Elchmaster gekauft beim Herrn Lobert. Und Jahre später lerne ich den Andy Haas kennen. Und ich dachte, ja, da haben wir uns dann irgendwo getroffen. Ich glaube, es war bei Nachtstätten irgendwo. Miel? Da haben wir uns auf jeden Fall getroffen und haben ein bisschen miteinander gequatscht. Hat damals vom Andy Haas Bushcrafter, den an der Stelle, Andy, falls du zuguckst, hat er an der Stelle dann den Bushcrafter mitgebracht. Das war noch ein Prototyp. Und ich fand den so jeck. Und ich hatte dann, ich habe gesagt, ich bring dir mal ein Messer mit. Das habe ich mir gekauft, da war ich krank, da hatte ich ja einen geboren. Ich zeig dir das mal. So cool. Japanisches Messer. Packt das Messer aus. Und er fing dann zu lachen, sagt er, Jung, das ist von uns. Das verkaufen wir. Und da fiel es mir dann auch wie Schuppen von der Haare, steht ja auch Ed Mahoney drauf. So kommt das. Aber ich komme wieder ins Erzählen. Verzelscher, sagt man in Köln dazu. Hätte wieder ein paar Verzelscher gemacht, der Junge, ne? Also nochmal. Der Skinner hier übrigens hat eine Klingenlänge von 11,4 cm. Ist also 42A konform. Ja. Mit so einem oder dem Swedish Midsummer für 39 Euro. Den Nordic Hunter, ich finde den so geil. Dann hätten wir da vielleicht noch ein bisschen die Schneide bis ganz nach hinten durchziehen können. Hätte Fahrradkette. Ja, das könnt ihr selber machen. Ihr könnt ja mal eure Messer ein bisschen pimpen. Oder hier die Version halt mit dem Nordic Hunter oder Nordic Hunter mit dem Elchmaster oder dem Swedish Midsummer. Wie gesagt, B-Ware. Ne? Also Schmunzelfehler sind dann dabei. Aber nicht bei dem. Auch nicht bei dem. Das kostet dann 29 Euro. Wenn man sich das Swedish Midsummer mal anguckt, ich glaube, das kostet eigentlich auch 29 Euro und ich glaube, die hier auch irgendwie 26 oder so. Und das gibt es dann gratis on top, obendrauf. Ist das cool? Hab ich für euch zusammengestellt. Kriegt der Edmahoni wieder die Krise. Naja, er sagt, Schmunzelfehler, Messer mit Schmunzelfehler können wir nicht verkaufen. Ich will aber die auch nicht verscharren und so. Und ich sage, ich mach dir das Lager schon leer. Ich sag, da würde sich wundern, wenn das Lager leer ist. Ja? Also so hoffe ich. Echt geil, das Messer. Echt geil. Das geht durch wie Butter. So. Da habe ich wieder was für euch zusammengestellt. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ich schenke euch das zu Vatertag. Und könnt eurem Junior oder Juniorin, je nachdem, dann auch noch ein kleines Fahrtenmesser schenken. Wäre das was? So, die Links dazu packe ich in die Beschreibung. Da sind ja zwei. Und dann noch zu dem Katajira Kubota. Oder Miyazaki, ich weiß das gar nicht mehr. Zudem packe ich euch auch mal den Link in die Beschreibung, falls wir das noch haben im Sortiment. Das ist natürlich nicht als Sonderpreis zu kriegen. Aber nochmal, um zu zeigen, was ich vor 10 Jahren mal für ein Messer gekauft habe, als ich die Hand gebrochen hatte. Damit fing das bei mir mit Ed Mahoney an. Und ich glaube, das war auch so die Zeit, als der gerade angefangen hat, Messer zu verkaufen. So geht das. Nun gut. Also, 1, 2 oder 3.
Letzte Chance. Komm, ab in die Beschreibung. Und auch der erste Kommentar. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen kommt eine Storytime. Die heißt dann Der Unterhaltsverweigerer. Eine wahre Geschichte nach Schimanski. Und am Sonntag kommt wieder ein Gewinnspiel. Über diese schöne Pouch. Da müsst ihr dann wieder was erraten. So. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schönes Wochenende. Und jetzt schwedische Festtage beim Waldmeister. Ach nee, das ist ja bayerisch oder so. Ne? So fahre ich nachher mit dem Zug zu Frau Brehm, aber dann noch mit meinem S. Oder ist er von S, ne? Diesen Mundschutz. Also, macht's gut. Schwenkt den Hut. Tschüss, war ab. Und schwenkt die Kappe. So? Ach ja, so oder so? Was sagt ihr? Tschüssle.